aus Wattenscheid. 16 Jahre jung und trainiert bei der Bundestrainerin Livia Midelanski. Sehr schön harmonisch zur Musik. Sie ist auch Musikliebhaberin. Das war sie, die Vorführung von Editha Schaufler. Sie hat ja jetzt im nacholympischen Jahr die große Chance, endlich aus dem Rampenlicht zu treten, nachdem Christine Zroka, die zweite deutsche Gymnastin nach den Olympischen Spielen in Atlanta, ihren Rücktritt erklärt hat und der Gesundheitszustand von Magdalena Pszczeska ja immer noch etwas ungewiss ist. Vielleicht wissen Sie es, sie hatte eine Verletzung am großen Zeh und kann da natürlich nur sehr schlecht turnen. Und Editha Schaufler gehört auf jeden Fall zu dem Kader für die Olympischen Spiele im Jahr 2000 in Sydney. Gebürtig übrigens in der ehemaligen UdSSR in Kirgisien, eine Russlanddeutsche. Und ihre Wertung 19,508. Damit liegt sie auf Platz 1, nachdem die bulgarische Turnerin Borjana Zhineva nur 19,3 und Tatjana Popova aus der Ukraine nur 19,441 erhalten haben. Kleine Anmerkung noch, im Seilfinale wurde Editha Schaufler Fünfte, aber wir sehen jetzt Tatjana Ogryschko aus Weißrussland. Wie bei allen anderen Handgeräten auch verschiedene Schwierigkeitsanforderungen. Dazu zählen hier die Schlangen, die Spiralen, wie hier Würfe. Einer mit Schwierigkeit hier, einmal mit Durchschlagen. Und schließlich unterschiedliche Arten von Pirouetten. Eine sehr elegante Turnerin mit großer Bewegungsamplitude, mit schöner Bandzeichnung. Sie war übrigens und ist noch Gaststarterin in der Bundesligamannschaft des TSV Schmieden, hier quasi vor der Tür in Ludwigsburg. Und sie ist neben Borjana Zhineva aus Bulgarien die einzige Turnerin, die bereits verheiratet ist. Am Anfang hatte sie einen kleinen Fehler beim Band, Sie haben es gesehen,
ein Band einsammeln. Aber sonst perfekte Körperbeherrschung, tolle Ausstrahlung. Im letzten Jahr Grand Prix-Siegerin, 19,666 Punkte. Das ist nach vier Turnerinnen bislang Platz 1. Aber jetzt kommt ein absoluter Augenschmaus, liebe Zuschauer. Jana Batyrshina aus Russland. Früher hätte ich gesagt, ein kleiner Akrobatikfloh, aber sie ist enorm gewachsen im letzten Jahr. Angeblich 17 Jahre jung, aber möglicherweise doch noch etwas jünger. Da sind sich die Experten nicht ganz einig. Tatsache ist aber, sie ist die kommende Gymnastin schlechthin. In Atlanta gewann sie Silber. Sehr schöne Bandzeitung. Ja, und mit dieser Musik animiert sie natürlich auch die Zuschauer hier im Forum zum Mitklatschen. Gypsy Kings. Sie strahlt immer, hat wahrhaft Freude an ihrem Sport. Unglaublich hohe Würfe und dies eine absolute Schwierigkeit. Zum Ende Jana Batyrshina aus Taschkent, lebt und trainiert in Moskau. Ihr Markenzeichen ist der Dutt. Der wurde erfunden von ihrer Trainerin Irina Wiener. Aber er hat auch einen ganz praktischen Hintergrund, denn ob Sie es glauben oder nicht, ihre Haare reichen bis zum Po. Und jetzt diese absolute Höchstschwierigkeit, das Risiko, Band weggeworfen und fängt den Stab optimal. Schöne Studie. Wird als die kommende Welt- und Olympiasiegerin gehandelt. Auch hier extrem hohe Amplitude, dann dieser Überschlag und unglaublich viel Zeit dann noch, das Band wieder zu fangen. Das bedeutet natürlich Platz 1, 19,850 mit deutlichem Vorsprung vor Tatjana Ogryschko. Ihre größte Konkurrentin heute Nachmittag beim Bandfinale dürfte Elena Witritschenko aus der Ukraine sein. Die sicherlich aparteste Erscheinung hier unter den Sportgymnastinnen. In Atlanta nur in Anführungsstrichen die Bronzemedaille halt hinter Jana Batyrshina und ihrer Landsfrau Ekaterina Serebrianskaya. Für viele aber unverständlich, denn sie galt bei den Experten als die beste Gymnastin.
auch bei ihr Riesenamplituden, eine unglaublich tolle Körperbeherrschung. Wird übrigens von ihrer Mutter trainiert, Nina. Und sie sollte eigentlich Gruppengymnastin werden. Und erst nachdem die große Alexandra Timoschenko 1992 nach ihrem Olympiasieg abtrat, war der Weg geebnet für Jelena, die auch im Jahr 2000 in Sydney dabei sein möchte, obwohl sie in diesem Jahr schon 21 Jahre alt wird. 19,783 hinter Jana Batyrshina, also Platz 2. Es gibt eine A- und eine B-Note, das sehen Sie oben eingeblendet, wobei die A-Note, also die für die Schwierigkeit, nochmal unterteilt ist in A1 und A2, also für die technische Schwierigkeit und zum anderen für den künstlerischen Wert. Und die B-Note ist dann letztendlich die Ausführung, das kennen Sie ja grob vom Eiskunstlauf. Vorletzte Teilnehmerin in diesem Bandfinale ist Natalia Lipkowskaja aus Russland. Sie hat das Seilfinale hier gewonnen beim Masters und gehört mit 1,75 Meter zu den größten Gymnastinnen überhaupt. Das also die Vorführung von Natalia Lipkowskaja und Sie sehen oder hören besser gesagt auch die Unterschiede in der Musik, während Jana Batyrshina beispielsweise ja modernen Pop bevorzugt, turnt Natalia Lipkowskaja zur Musik von Anton Bruckner, also Musik aus dem vorigen Jahrhundert, passt natürlich sehr schön zu dieser ja sehr künstlerischen Sportart. Sie wird in einer Woche 18 Jahre, also volljährig, kommt aus Krasnojarsk in Russland. Und ihre Wertung 19,816 Punkte, also hinter Jana Batyrshina, noch vor Elena Witritschenko. Und wir kommen damit zur letzten Turnerin dieses Bandfinales. Dies ist aus Weißrussland, Jewgenia Pavlina. Und ihr größter Erfolg bislang ist ein dritter Platz bei den Weltmeisterschaften im letzten Jahr. Und jetzt raten Sie, mit welchem Gerät? Eben mit diesem Handgerät Band. Das Band ist übrigens mindestens 6 Meter lang, aus Seide, Atlas oder Kunstfaser und der Holzstab 50 bis 60 cm lang. Großer Fehler natürlich, das Band hat sich verheddert. Das ist natürlich sehr ärgerlich.
dadurch ist der ganze Übungsfluss hin. Und diese Fehler werden natürlich gnadenlos bestraft von den Kampfrichterinnen. Je nach Schwierigkeit bzw. nach Größe des Fehlers kann ein Punktabzug zwischen 0,1 und 0,5 Punkte erfolgen. Und da dies, wie Sie ja gesehen haben, ein sehr schwerwiegender Fehler war, kann man eigentlich schon fast von einem halben Punktabzug in der B-Note ausgehen. Ja, schade für die Jevgenia, die übrigens die zweite Weißrussin in diesem Finale ist, neben Tatjana Ogryschko. Sie ist erst sehr spät Gymnastin geworden, begann erst mit 11 Jahren. Und das Band ist, was auch ihr Erfolg bei den Weltmeisterschaften bestätigte, ihr Lieblingsgerät. Aber heute hier war sie erfolglos. So, und jetzt hier verheddert sich das Band gleich. Da ist es passiert, da muss ich erstmal das Band wieder ordnen. Und dadurch natürlich der ganze Übungsfluss dahin. Hat übrigens eine ganz spezielle Ernährungsvorliebe. Übrigens, schauen Sie, die B-Note, 9,3 Punkte nur, da merkt man also diesen deutlichen Abzug. 18,749 Punkte, das ist der 7. Platz. Noch etwas zu Ihrer Ernährungsvorliebe. Sie mag McDonald's, Fastfood also. Erstaunlich, dass sie sich dabei ihre Figur erhalten hat. So, die 8 Gymnastinnen haben das Bandfinale vollendet. Das heißt, hier haben wir die Wertungen alle nochmal eingeblendet. Editha Schaufler wurde 5. Und die ersten beiden, also Janina Bartyschina, wobei sie eigentlich nur Jana genannt wird, und Natalia Lipowskaja aus Russland, bestreiten gleich das Winners Final, eine Spezialität des Schwäbischen Turnerbunds, der dies zuerst schon im Kunstturnen eingeführt hat beim DTB-Pokal, um die Attraktivität zu steigern, vor allem natürlich auch für die Zuschauer. Also, nochmal Jana Bartyschina. Grand Prix-Wertung übrigens auf Rang 2 hinter Elena Vitritschenko. Und nun nochmal viel Vergnügen bei Jana Bartyschina und den Gypsy Kings. Unglaublich viel Tempo, unglaublich viel Elan in dieser Vorführung. Sie holt sich übrigens ihre Anregungen im Zirkus. Die kleine Zirkusprinzessin Jana Bartyschina, für mich auch die große Favoritin für die Weltmeisterschaften im Oktober in Berlin. Ihr großes Vorbild ist die zurückgetretene bulgarische Weltmeisterin Maria Petrova, weil sie ihrer Meinung nach wie Carmen tanzt. Und dies eine der Schwierigkeiten. Das Band geht nach hinten und sie zieht es zurück und fängt es wieder. Das gibt natürlich Bonuspunkte.
Und das spiegelt sich dann natürlich auch in der B-Note wieder, die wir jetzt aber noch nicht sehen, weil das ist auch einer dieser speziellen Aspekte beim Winners Final, dass man erst ganz zum Schluss erkennt, wer war wirklich die bessere. Entscheiden Sie selbst, denn nun kommt die zweite Natalia Lipowskaja, die bereits im Saalfinale stand. Ja, das macht den ganzen Reiz dieser Sportart, rhythmische Sportgymnastik aus, was Natalia Lipowskaja uns da gezeigt hat. Und sie macht sich hier ein verfrühtes Geburtstagsgeschenk, nachdem sie schon das Seilfinale gewonnen hat. Steht sie hier auch im Bandfinale. Das ist in jedem Fall der größte Erfolg ihrer Karriere bislang, denn Natalia Lipowskaja kann international eigentlich noch nichts vorweisen. Vielleicht wird ja dieses Gymnastik-Masters in Ludwigsburg der große Durchbruch für sie. Auch im Hinblick natürlich auf die Weltmeisterschaften ist das wichtig, dass man sich nochmal den Kampfrichterinnen präsentiert. Und nun stehen sie beide auf dem Podest und das Podest, was höher fährt, das zeigt dann die Siegerin. Und es ist... Na? Jana Bartyrshina, 19,850 Punkte hat sie bekommen für diese Finalvorführung und Natalia Lipowskaja 19,816. Sie wird aber verschmerzen können. Für den ersten Platz gibt es übrigens 2200 Mark. Das ist natürlich nicht viel im Vergleich zu Sportarten wie Fußball, Eishockey oder Hallenhandball, aber für diese Gymnastinnen schon sehr viel. Für Platz 2 gibt es immerhin noch 1700 Mark. Das heißt, wenn eine Athletin an allen vier Geräten siegreich sein sollte, geht sie mit annähernd 10.000 Mark nach Hause. Das war also dieses Bandfinale und uns interessiert natürlich, wie geht es weiter mit Magdalena Pszczeska. Dazu nun ein Interview von Regina Sauer mit der Bundestrainerin Livia Medilanski. Frau Medilanski, vor gut einem halben Jahr ist Magdalena Pszczeska von Schmieden zu Ihnen nach Wattenscheid gewechselt, aber seit Atlanta hat sie quasi keinen Wettkampf mehr bestreiten können, aus Verletzungsgründen. Auch hier die Absage und auch für die Europameisterschaften liegt schon wieder eine Absage vor. Ist denn zurzeit überhaupt eine Arbeit mit ihr möglich? Ich werde sagen, es war gar nicht vorgesehen, dass Magdalena Europameisterschaft startet. In dieses Jahr haben wir uns mehr auf Nachwuchstalente orientiert. Magdalena hat schon in die Welt einen Namen und im Hinblick auf Weltmeisterschaft war gar nicht vorgesehen, dass sie hier starten sollte oder Europameisterschaft. Deswegen muss ich sagen, sie hat gar nicht abgesagt, sondern das Mädchen bemüht sich weiter im Sinne der Deutschen Turnerbund und für Deutschland Weltmeisterschaft in Berlin zu starten. Stichwort Weltmeisterschaften in Berlin. Magdalena Pszczeska ist natürlich das Aushängeschild. Wird sie denn realistisch starten können? Falls sie gesund ist, wird sie starten und sie wird auch ganz große Chance haben, wieder ganz oben mit Leistung dazustehen. Nun haben Sie hier noch ein Eisen im Feuer, Editha Schaufler, auch vom TV Wattenscheid. Welche Chancen hat sie hier? Wie ist ihre Leistungsstärke?
Editha Schaufler ist eine hervorragende Gymnastin. Sie war schon voriges Jahr vorbereitet, startbereit. Sie kam aber dieses Jahr zum Einsatz. Sie vertritt uns international sehr schön. Sie mischt sich zwischen die besten Gymnastinnen der Welt. Sie hat eine sehr klare Technik. Und sie steht auch nicht alleine da. Gestern hat Lena Asmus auch das Beste von ihr gezeigt. Sagen wir, im Hinblick Nachwuchsgymnastik sind wir in Deutschland sehr zuversichtlich. Vielen Dank, Frau Medielanski. Und wir machen weiter mit Andrea Spellig und dem letzten Winners-Final. Ja, vielen Dank. Und dieses Winners-Final ist das mit dem Reifen und diese Turnerin, beziehungsweise Gymnastin, so heißt es ja richtig, die kennen Sie schon, Jana Bartyrschina aus Russland. Dreimal stand sie bislang im Winners-Final. Einmal hat sie gewonnen. Mal sehen, was sie hier macht. Sie präsentiert alle Stilarten der Musik, nachdem sie mit dem Seil Folklore gezeigt hat und mit dem Band die Gypsy Kings interpretiert hat. Nun mit dem Reifen Techno. Dies ist also auch ein deutlicher akustischer Wandel. Sie wird erwachsen, eine junge Frau, und bringt natürlich allein durch die Musik und die Interpretation derselben ein neues, originelles Element mit ein. Mit Schwierigkeiten nur so gespickt, die Vorführung der Jana Bartyrschina. Alles war drin. Die Ausgangsnote natürlich klar. 5,0 sowohl in der A1 als auch in der A2-Note. Im Wettkampf selber, der besten 8, hat sie 19,850 Punkte erzielen können. Ihre Spezialität ist das Kreisen um den Hals. Und die gleiche Punktzahl, 19,850, hat im normalen Finale auch Elena Vitritschenko aus der Ukraine erzielen können. Und wir freuen uns sehr, dass wir sie endlich einmal auch im Winners Final erleben können, im aufregenden roten Gymnastikanzug. Schwierigkeiten. Wunderschöne Vorführung von Elena Vitritschenko, ganz anderer Stil als Jana Bartyrschina, viel ruhiger, fließende Bewegungen, unglaublich ausdrucksstark.
Und kein Wunder, dass sie auch mit dem Reifen die Grand Prix-Wertung anführt. Man redet ja immer von Politik hinter den Kulissen in der rhythmischen Sportgymnastik von Mauscheleien. Dies kann man sicherlich nicht von der Hand weisen. Und wenn man sich die Ergebnisse nicht nur in Atlanta anschaut, wo Elena nur den dritten Platz belegen konnte, sondern auch hier, wo in den ersten beiden Winners Finals mit dem Seil und mit dem Band jeweils zwei Russinnen im Finale standen, dann wird man den Eindruck nicht los, dass Elena doch etwas gedrückt wird. Vielleicht hat die ukrainische Lobby nicht ganz so den starken Einfluss wie vielleicht die russische. Dies nur eine Vermutung am Rande. Lassen wir uns nun überraschen, welche der beiden Gymnastinnen hier dieses Winners Final mit dem Reifen gewonnen hat. Jelena Witritschenko rechts hier im Bild. Eine sehr hübsche, junge, 18-jährige Dame. Oder Jana Bartyrschina. Und es ist Jelena Witritschenko. Verdienter Lohn 19,90 Punkte für ihre wunderschöne Reifenvorführung. So, sehr geehrte Damen und Herren, wir kommen zum letzten Winners Final dieses Masters in Ludwigsburg. Und diese Gymnastin dürfte Ihnen mittlerweile bestens vertraut sein. Jana Bartyrschina. In allen vier Handgeräten stand sie im Finale, im Winners Final, hat einmal gewonnen. Und mal sehen, was sie hier mit den Keulen macht. Die angeblich 17-Jährige aus Taschkent, mittlerweile auch wieder in einem neuen Gymnastikanzug. Gleich von Beginn an ein Riesentempo. Auch natürlich mit den Keulen werden Würfe gefordert. Pirouetten. Es gibt übrigens neuerdings nach den neuen Wertungsvorschriften keine Stände mehr. Früher waren sie ja gefordert. Die sind abgeschafft worden, um den Übungsfluss nicht zu beeinträchtigen. Ja, tolle Vorführung der Jana, über die wir ja mittlerweile schon ziemlich viel wissen. Gebürtige Usbekin übrigens. Ihre Eltern sind mit ihr dann in die Nähe von Moskau gezogen, damit sie bessere Trainingsbedingungen hat. Leben dort aber in bitterster Armut, beide ohne Arbeit. Die Usbeken sind in Russland leider nicht so anerkannt und gewünscht. Dort gibt es also die gleichen Probleme. Sie sorgt noch für ein kleines Zusatzeinkommen. Und die zweite Gymnastin im Winners Final, das ist Tatjana Ogryschko aus Weißrussland. Ganz anderer Stil als Diana. Mühlhandkreisen.
sicher gefangen, dieser schwierige Wurf mit ganzer Drehung. Hinten im Bild übrigens mit dem weißen Jackett ihre Trainerin Galina Krylenko, die mittlerweile am Leistungszentrum Schmieden arbeitet. Ja, auch Tatjana Ogryschko mit einer fehlerlosen Vorführung. Schwer zu sagen, wer hier dieses letzte Finale gewonnen hat. Jana Bartyshina oder, das ist übrigens Galina Krylenko, die auch die deutschen Gymnastinnen im Hinblick auf die Weltmeisterschaft im Oktober und natürlich vielleicht auch im Hinblick auf die Olympischen Spiele in Sydney im Jahr 2000 auf Vordermann bringen soll, vorausgesetzt, dass sie einen Vertrag erhält. Ja, welche der beiden, Tatjana Ogryschko oder Jana Bartyshina, wird dieses letzte Masters-Finale gewinnen? Tatjana, die 20-jährige verheiratete Gymnastin, die ein Jahr lang schon mal ausgesetzt hat, hat aber sofort wieder den Anschluss gefunden. Das zeigt ihre absolute Weltklasse. Weltcupsiegerin im letzten Jahr. So, und jetzt sind wir gespannt, welches Podest höher fährt und welche Gymnastin nochmal 2200 Mark Preisgeld einstreichen kann. Für sie war es sehr erfolgreich dieses Wochenende in Ludwigsburg. Hat, egal wie sie hier abschneidet, auf jeden Fall über 7000 Mark an Preisgeldern gewonnen. In Hinblick auf die finanzielle Situation ihrer Eltern ein wichtiger finanzieller Aspekt, ein kleines Zubrot. Und die Kampfrichterinnen werten noch. Die letzte Wertung ist eigentlich immer die schwierigste. Das gibt mir natürlich die Möglichkeit, auch nochmal darauf hinzuweisen, dass ich auch die deutschen Gymnastinnen und allen voran Edita Schaufler hervorragend präsentiert haben, im Hinblick natürlich auch auf die Weltmeisterschaften im Oktober in Berlin. Nun, und Tatjana Ogryschko ist die Gewinnerin des Keulenfinales. Das soll es gewesen sein, liebe Zuschauer hier aus Ludwigsburg vom 4. Grand Prix Turnier. Das nächste findet übrigens im Mai in Karlsruhe statt. Und damit zurück zu Steffen Simon nach Potsdam. Nie kämpft.